kaputt machen, kaputt machen. Und zwar dieses blaue Auto. Oder sollen wir hier nur die Taste drücken? Ah, okay. So geht's auch. Nein! So kann doch Folge 27 nicht anfangen. Der schöne blaue Auto. Mann, dieses Modell war ein Klassiker. Ja, hättest mal den Hebel nicht gedrückt. Das nenne ich mal einen kompakten Wagen. Damit komme ich vielleicht auf diesen Schrotthaufen. Gibt's denn eine Lego-Schrottpresse? Das weiß ich nicht. Aber wenn sie sie hier so gebaut haben, dann gibt's die vielleicht. Also weißt du wirklich eine, wo man zusammengebautes Lego-Modell reintut und dann... Nee, das gibt's nicht. Also, das kann ich dir garantieren, dass es das nicht gibt. Kein Fall. Oder vielleicht halt auch eine, die mutwillig Lego-Sachen kaputt macht. Ich würde sowas ja verkaufen, wenn ich Lego wäre. Das war auch eine schöne Schlagzeile aus dem Post. Ja, mit dem Lego stellt die Produktion ein. Ja. Ja, super Geschichte. Weil es doch da diese Kontroverse gab, weil was irgendwie Jabbas Palast von Lego Star Wars genau. Soll aussehen wie eine Moschee. Wie eine Moschee. Also das hat Jabbas Palast aus Lego Star Wars hätte eben Ähnlichkeiten mit einer Moschee. Und die darf man nicht bauen, oder was? Und nee, aber da haben sich halt einige Leute irgendwie angegriffen gefühlt dadurch. Und das geht ja heute recht schnell, dass man sich dann irgendwie für irgendwas entschuldigt. Ich muss mich wahrscheinlich nach dieser Folge allein für diesen Kommentar entschuldigen. Und ja, da war halt diese Diskussion, ob man das nicht aus dem Handel nehmen müsse, weil da holla. Ich glaube, es ging darum, dass da ein Minarett. Schrottplätze sind gefährlich, da wird nicht gespielt. Alles klar? Aber ich will hier spielen. Ach, schau mal, wie hübsch das Licht von da hinten kommt. Das sollst du nicht gut finden. Er sagt Strafe. Schrottplätze sind gefährlich, da wird nicht gespielt. Und gleich nochmal. Ich dachte, man muss da von Auto zu Auto springen. Tatsächlich muss man, glaube ich, hier hinten so lang. Jedenfalls die Schlagzeile im Postillon war, dass Lego die komplette Produktion einstellt, weil sie rausgefunden haben, dass man aus diesen Lego-Steinen ja alles bauen kann. Alles Mögliche, was die Leute wollen. Der Fantasie da fast keine Grenzen gegeben werden. Apropos Jugendromane aus der letzten Folge. Ich wollte damit noch nicht fertig sein. Oh Gott. Sehr zum Leidwesen aller. Sagt dir der Film Remember Me was? Nee, warte mal, heißt der so? Oder verwechsel ich das gerade mit dem Spiel, was demnächst kommt? Das kann sein, du meinst aber nicht Stand By Me, oder? Nee, Stand By Me ist ja ganz anders. Ist ein toller Jugendfilm, ja. Stand By Me. Mit hier unserem William Crusher, ne? Ja. Als jungen Schauspieler. Wee Tan und River Phoenix. Nee, ich meine den. Hab ich jetzt hier falsch runter? Oh, scheiße, jetzt bin ich hier falsch runtergesprungen. Ich dachte, da geht's weiter. Warte mal, hieß der denn Remember Me? Auf jeden Fall spielt da Robert Pattinson mit, also der männliche Darsteller von dieser Twilight-Serie. Ja. Und der spielt in New York, der Film, und da spielt unter anderem auch die kleine Blonde aus Lost mit, die dann schwanger wird und dann irgendwann später in der Serie auch nicht mehr da ist. Claire, oder? Ja, ich glaube, genau. Ja. Und es spielt Sean Connery mit, als sein Vater. Sean Connery. Nee, nicht Sean Connery. Wie heißt er denn? Pierce Brosnan, so rum. Entschuldigung. Okay. Und der ist aber, also der Robert Pattinson kann zwar auch nur einen Gesichtsausdruck, der passt in den Film aber ganz gut. Und der ist sehr, also ich fand den Film echt, echt richtig cool, weil der die ganze Zeit eher so ein kleiner Film ist. Ja, kletter mal hier. Und am Ende geht's wohl nicht. Aber eine unfassbar große Dimension aufmacht. Okay. Also, da ist dann eine Szene, da geht dann die Kamera raus und ich habe den halt im Kino gesehen gehabt. Sag mal, da ging so ein richtiges Raunen durch den Saal, als man plötzlich begriffen hat. Ist sie kitzlig? Oh. Ein Dieb hat mich mal so sehr gekitzelt, dass ich ihm den Code für meine Bankkarte verraten habe. Du hast gesagt, er hätte dir gedroht. Ja, mit noch mehr Kitzeln. Du bist also total kitzlig, weh? Vergiss es, Klatsch. Außerdem kennst du den Code für meine Bankkarte eh schon. Du benutzt immer noch dein Geburtsdatum? Nein, Mann. Das von meiner Zwillingsschwester. Oh, das ist so nett. Wie man noch hier immer noch zusammenbauen kann. Ich denke mir die ganze Zeit, es müsste eigentlich
vom Jugendamt bestraft werden, wenn Eltern das hier nicht mit ihren Kindern spielen. Ja, schlag das dem Jugendamt mal vor. Die werden sich bedanken. Zack. Alle würde daneben stehen und sich freuen, wenn die gehauen werden. Ja, weil sie die Arbeit nicht machen müssen. Würde ich mir auch freuen. Wenn du hier mal die Arbeit machen würdest und spielen würdest. Ich sitze nur blöd daneben und freue mich, wenn Leute gehauen werden. Irgendwas ist hier, irgendein Viertes ist hier noch zum Kaputtmachen. Da kannst du Bergarbeitern. Ja, aber ich brauche Sprengstoff dafür, oder? Ja, guck mal, da kannst du nicht mit dem Pickel da diese schwarzen Steine weghauen. Welche denn? Wo siehst du die schwarze Steine? Da in dem Tor. Da. Ah ja, ich sehe sie. Jetzt sehe ich sie auch. Genau. Da ist was so, drin. Was gibt's hier? Kiste. Hier gibt's eine Kiste, die kann man irgendwo hinstellen. Pfeil deutet schon wieder drauf hin. So viel entsinne ich mich noch. Aber war das dann auch ein Jugendfilm oder war das nur eine Verknüpfung mit Robert Pattinson? Das war nur eine Verknüpfung mit Robert Pattinson. Sie sind, glaube ich, Studenten oder so. Aber es ist auch eine Liebesgeschichte eigentlich um ein Pärchen, ein junges Pärchen. Aber wie gesagt, es kriegt halt noch eine ganz andere Dimension am Ende. Okay. Die man halt, also ich wusste nichts über den Film. Ich habe den einfach irgendwie, weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich den gesehen habe. Und ich habe deshalb überhaupt nicht mit gerechnet, dass da irgendwas in diese Richtung... Ich schnall das nicht, was genau soll man da machen? Dass da irgendwas in die Richtung kommen würde. Und also wenn der mal im Fernsehen kommt, schau dir den mal an. Der läuft der gerade eben erst im Kino, hast du schon länger? Nee, der ist schon uralt. Achso. Oder das ist uralt, aber der ist schon eine Weile her. Okay. Ich weiß nur leider den Namen nicht. Aber ich wette, irgendjemand in den Kommentaren hat es jetzt schon längst geschrieben. Nämlich der Robert Pattinson e.V. So, jetzt hier noch was machen. Ah, Sprengstoff. Sehr schön. Achso, bin ich der Falsche für? Dass er nicht mal Sprengstoff tragen will, wenn er nicht die richtige Kleidung hat. Ja, aber das ist doch vorbildlich. Ohne Schutzkleidung. So ein bisschen Method Actor-mäßig. Ja. Nee, hier nicht. Nee, muss in die Tonne rein da, oder? Na, dann eben in die Tonne. Nee, ich meine. Nee, aber der Pfeil zeigt hier lang. Der Pfeil? Ach Gott, da hoch? Ja, wie denn? Ja, wie denn? Da muss ja gehüpft werden. Noch bis die Balken biegen. Brechen. Ich hatte gerade noch so eine Formulierung im Kopf, wo ich auch mal so denke, wo kommt die eigentlich her? Aber ich habe es leider vergessen. Jetzt hätten wir noch eine Bildungsrunde machen können. Und wer steht nicht darauf? Wenn ich auf der anderen Seite als Fliege rauskomme, werde ich böse. Warte mal, jetzt will ich aber noch kurz hier den hier mitnehmen. Kennt man heutzutage eigentlich noch die Fliege? Nee, oder? Den Film? Ja. Ich glaube nicht. Mit Jeff Goldblum? Ja. Ich glaube nicht, dass ich den Film. Ich frage nur deshalb, weil ich befürchte, dass irgendjemand in Hollywood gerade an einem Remake arbeitet. Ich wette, jetzt kommt langsam dann auch mal eine richtige Nachtmission. Weil die Sonne geht hier immer weiter unter. Ja. Ist dir aber egal, oder? Nee, aber warum bist du denn das da hochgeklettert? Nee, aber ich dachte, da ist Zeug zum Holen. Was? War ja auch Zeug zum Holen. Aber ich dachte, es gibt noch mehr, aber es gibt nicht mehr. Was hast du denn... Mehr gibt es nicht. Diese Tonne mit dem Silberzeug, was bringt das? Was für eine Tonne mit dem... Achso, da fehlt mir ja irgendwie das Kaputtmachzeug dafür. Das Dynamit aus dem Automaten, da geht nicht, oder was? Was für ein Automaten? Da, wo du eben das Dynamit her hattest. Das war ja hier im Gulli. Da, wo Dynamit sonst immer auch immer liegt. Kennt man doch. Was war denn das für eine Formulierung? Mist. Dass ich auch so vergesslich bin. Ich glaube, jetzt können wir uns hier beamen. Beam me up, Scrotty. Wie immer noch salutiert. Naja, hallo? Möchte ja wohl sein. Na toll. Noch mehr Fieslinge. Immerhin sitzt mein Kopf nicht falsch rum. Das ist das Spaceballs, ja, oder? Mit dem Arsch. Warum hat mir niemand gesagt, dass ich so einen riesen Arsch habe? Wie synchron die jetzt aufgestanden? Was machst du denn? Nee. Du musst die mal schmeißen. Ja, das hat nicht geklappt. Ich habe die Taste gedrückt und es hat nicht einfach... Hat aber nicht gemacht.
Die anderen Jungs könnten ja auch gerne mal was machen für das Geld, was sie da verdienen. Den Polizeijob. So. Jetzt aber. Ah. Na gut. Und den anderen auch mal verhaftet. Wie geil die rumbrüllen, wenn sie am Boden sind. Oh yeah. Martin hatte in Tomb Raider Stöhnkritik geäußert. Wie? Er fand, dass das Stöhnen, das Lara von sich gibt, wenn sie so Kisten aufmacht. Ich dachte, dein Stöhnen beim Spielen ist eigentlich meins, gut. Meins war natürlich wie immer top-notch. es war ihm nicht befriedigend genug dafür, was sie gerade für einen Schatz gefunden hat. Merkst du mal, was der für... Ja, aber man kann ruhig Ansprüche haben. Also so ist nicht. Muss ich nicht immer mit jedem Scheiß zufrieden sein. Chase, hol mich hier runter! Ach, da ist er, Nathalie. Ich lass dich nicht hängen. Ups, Entschuldigung, war nicht ironisch gemeint. Ups. Da drin ist noch so ein Versteck. Ach, das können wir noch nicht aufmachen. Das können wir nicht aufmachen, da fehlt uns eine Fähigkeit für. Also Deutsch, man kann das ganze Spiel, auch diese Story-Mission, dann nochmal durchspielen. Weil es in jedem, auch von diesen Unterleveln, höchste Zeit. Entschuldige, ich meine, danke. Woher kenne ich denn diese Stimme? Ich suche noch den Knopf, um dich behutsam runterzulassen. Das geht doch schief, oder? Ja, wenn es mal kratzen. Cool. Das war nicht. Oh, das hätte schlechter laufen können. Er hat mich mit Eis gefüttert. Ich wusste es. Statschki, lass uns von hier verschwinden, bevor der Chief auftaucht. Mach's gut, Chase. Wir sehen uns. Danke, Jungs. Ich übernehme ab hier, Natalia. Und ich finde deinen Dad. Versprochen. Ich lasse nicht zu, dass sie dir wehtun. Okay. Okay. Mach keine Dummheiten. Ja, doch. Okay, ab jetzt aber. Oh, das ist so nett. Das ist durch die Hölle. Gekitzelt werden und Eis und essen. Eiscreme, ja. Die wissen schon, wie sie es machen. Waterboarding. Haha. Wenn sie mal die Lego-Leute fragen sollen. Wo ist es? Dänemark, oder? Was? Lego? Dänisch? Dänisches Spiel. Hätte er das gesagt? Ja. Ich glaube ja. Das muss es auch schon ewig geben, weil ich weiß, dass zu DDR-Zeiten hatten meine Großeltern noch Lego von meinem Vater. Altes Lego. Aus Holz. Ja, ja, Dänemark. Genau, Sitz, Hauptsitz in Billund. Seit wann gibt's denn das? Schauen wir bitte nach. Ich weiß, dass meine 1932. Mama... 1932. Ha, siehst du? Dann kommt das sogar hin, die ganze Geschichte. Ich weiß, dass meine Mama mir von dem Begrüßungsgeld damals nach der Wende ein Lego gekauft hat. Das fand ich super. Kapitel 9. Es leitet sich, das wusste ich auch schon mal, hab schon wieder vergessen, leg gut, spiel gut ab. Ah. Das heißt, beschissene Lego-Spiele sind eigentlich Etikettenschwindel. Gibt's ja inzwischen auch nicht mehr. Was ist das? Achso, da könnte man das jetzt nochmal spielen. Aber das habt ihr ja gerade erst gesehen. Wir wollen aber... Aber du hast recht, es wird echt Geschichte schon... fortsetzen. Oder bilde ich mir das ein? Es wird doch insgesamt dunkler, oder nicht? Ja, jetzt wirkt es aber eher wieder so wie nachmittags, weil das jetzt ist die Sonne, riesig, also der Abend ist komplett an uns vorbeigegangen. Aber ich rufe mal unseren Videoanruf auf, so rum. Der Chef. Das ist zu McCain, durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es John gelungen abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still. Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen.
Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt jemand den Fall lösen kann, dann er. Garantiert Honey, oder? Es muss Honey sein. Hui! Jetzt müssen wir wieder was zu Huckleberry raus in die Wildnis. In die Wildnis, ja. Da war es aber echt ganz schön. Ich finde es voll cool, gerade bei diesen großen Jeeps oder sowas das sein soll. Wie cool das so von der Physik ist. Also, es fährt sich zwar ein bisschen blöd alles, ja. Aber so die ganze Darstellung ist echt cool gemacht. Ich hatte irgendwann mal so nebenbei die KI gesehen, wie sie irgendwie um die Ecke bog. Und da sah das halt auch richtig, richtig cool aus. Schon nett. All very nice. Oh, Moment, jetzt will ich aber umsteigen. Er sieht viel besser aus. Schnittig. Hoho. Zack. Den sind wir bestimmt schon mal gefahren, hab's vergessen. Aber die Sportwagen klingen immer so komisch. Das ist jetzt würden sie nicht hochschalten. Ja, das klingt doch nach Motorschaden. Ja. Jetzt doch schon. Vorne ist schon wieder das T-Rex-Museum, aber da darf ich nicht hin. Da kannst du auch geradeaus weiterfahren, meint er gerade. Oder auch nicht. Wir finden wahrscheinlich irgendwie in 30 Folgen raus, dass man die ganze Zeit hätte hochschalten können. Indem man das würde mich nicht wundern. Wii U Gamepad einmal nach vorne wirft. Aus dem Fenster. Ja. Ach, komm schon. Es wurde uns Kritik geäußert, dass wir uns zu kritisch über das Wii U Gamepad äußern. Ja? Ja. Ah, den geht's sicher gut. Warte, lass mich kurz überlegen. Ist mir egal. So gehst du mit Kritik um. Ja. Ich bin da auch sehr empfänglich Kritik gegenüber. Ich nehme die, pack die in eine kleine Schachtel und schmeiß die weg. Kommt im Büro auch immer gut. Nee, wieso? Was ist denn? Wir haben doch gar nicht gesagt, dass es. Wir haben halt nur gesagt, dass es halt ein bisschen unpraktisch ist, technologisch ein bisschen veraltet und mehr nicht. Also schmeckt dir den Zuschauer. Das war doch aber auch, also das ist doch auch so. Mit dem Auto zu hacken. Nee, das war glaube ich nur so eine Rennmission. Hacky, ich weiß nicht, wie er heißt. Huckleberry. Das stimmt doch auch, da können wir ja nichts für. Da ist so eine Umkleidekabine. Wo denn? Na, da, was du gerade kaputt gefahren hast. Wieso kann er das doch nicht bauen? Vielleicht kann der das nicht bauen. Nee. Fehlt da vielleicht noch was? Aber hier ist nicht mehr zum kaputt machen. Weil das Auto draufsteht vielleicht. Ja, guck an. Tatsächlich. Tada! Nee, so was das ganze Gamepad und diese ganze Konsole angeht, ich fürchte, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich glaube, das ist eine. Wii U wird eine ganz tragische Geschichte werden für Nintendo. Momentan, wie es momentan aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn es die letzte Großkonsole von Nintendo ist. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nintendo-Kind also, würde auch gerne was anderes sagen, aber ich sehe auch nicht so recht, wie das zum Megaseller avancieren soll. So, jetzt kann ich hier mir mal eine andere Verkleidung aussuchen. Moment. Wir hatten doch so ein paar Spezialverkleidungen noch freigeschaltet. Was gibt es denn da? Ah, den nehme ich jetzt mal. Was hast du jetzt genommen? Boah, ist der super! Boah, ist der cool! Wie der schon da steht! Boah, cool! Werwolf Chase! Hey! Hi, Frank. Was hast du denn angestellt, um hier zu enden? Bist du sicher, dass du ein ausgebildeter Klempner bist, Honey? Natürlich! Honey! Gar nichts? Jetzt hab ich dich! Huckleberry steckt nur in der Klemme. Du und ich! Frank, ich komme von vorn und du kommst von der Seite. Pferde gelockt. Sprich! Deine
Gebete? Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade bei den Proben für unser Stück. Ach, diese Diva. Okay. Irgendwie muss man die Zeit ja rumkriegen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Ich, die Vordertür war zu. Ganz ruhig, Derek. Keine Sorge, Jungs. Der Chief hat mich vorgewarnt und ich habe auch schon einen Dienstplan. Frank, deine Aufgabe ist es, die Kaffeemaschine ständig am Laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Derek, benimm dich. Also, dann treibt ihr beide Farmer Hayes entlaufene Schweine zusammen. Ah, jetzt kommen wir zu der Farm. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Geht klar. Komm, Chase. Ich will die Tiere sehen. Das ist kein Streichelzoo, Frank. Okay. Lass dir das mal von dem Wolf gesagt. Je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Hey, schau mal, Pferde. Können wir die benutzen? Boah, wie cool die Lego-Pferde sind. Kannst du denn reiten? Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht gehst du besser zu Fuß. Bis später! Ja, wir sind auf geht's! Aber erst in der nächsten Folge. Genau, bis dann! Tschüss!